C'est remarquable, merci. Ok. Là, on voit une lance, là. Là, les mecs, ils... Ouais. Man ist halt sehr traurig dahingehend, weil es ja im Prinzip Leistung einer von mehreren Generationen, die an dieser Kathedrale gebaut haben, vernichtet wird. Und das betrübt einen natürlich. Bewegende Worte von Karl Stock. Er ist der Leiter des staatlichen Bauamts in Regensburg und kümmert sich somit auch um das Wohl des Doms. Der hatte auch schon mit Feuer zu kämpfen. Also ein Beispiel war vor 10 Jahren oder knapp 10 Jahren, sind Herren oder Männer über das Gerüst in den Turm geklettert und haben ein Feuerchen angelegt. Wurde vorher aber erkannt, ist nicht über die Brandmeldeanlage angeschlagen, sondern wurde vorher erkannt. Man kann das nicht 100% vermeiden. Im Regensburger Dom gibt es also eine Brandmeldeanlage für Notfälle. 150 Melder geben sofort Alarm, wenn sie Rauch oder Feuer erkennen. Das Signal geht dann auch zeitgleich an die Feuerwehr. Wir haben natürlich jedes Jahr eine Überwachung dieser Anlagen, bringen sie auf neuesten Stand und machen auch dementsprechend mit der Regensburger Berufsfeuerwehr entsprechende Übungen, um natürlich auch immer parat zu stehen, vor allem von Seiten der Feuerwehr. Wichtig ist das vor allem wegen des Dachstuhls. Die Außenwände des Doms bestehen aus Stein, aber der Dachstuhl ist immer noch das Holz aus dem Mittelalter, ähnlich wie in Paris. Also diese Kathedralgotik in Paris und in Regensburg ist sehr ähnlich, weil sie ja eigentlich auch schwesterlich oder brüderlich zusammengehören. Man versucht halt bei solchen denkmalgeschützten Gebäuden meistens halt eben die Brandlast mal zuerst erkennen, und das ist halt sehr oft dann der Dachstuhl, vor allem wenn es ein historischer Dachstuhl ist. Und da wird man ähnlich wie hier agieren mit Brandmeldeanlagen oder rechtzeitige Erkennung des Brandes. Also das Konzept bleibt immer vorbeugender Brandschutz. Vorbeugender Brandschutz, also schnell erkennen, wenn es brennt. Das scheint der einzige Ausweg aus der Katastrophe.